Moin Moin und herzlich willkommen zu dieser Bauchhörsendung, in der ich einen Perspektivwechsel teilen möchte, der mir persönlich sehr geholfen hat. Und zwar in Bezug auf die Selbstliebe. Und ich habe das lange, lange Zeit auf eine ganz bestimmte Art und Weise verstanden. Nämlich quasi so, dass ich das, was ich an Liebe aufbringen kann, nicht vor allem, aber vor allem auch auf mich selbst projiziere. Also, dass ich den Fokus dahin schiebe, dass ich das meine Liebe vor allen Dingen auch mir selber gilt. Man kann das aber auch auf eine andere Art und Weise sehen mit der Selbstliebe. Und da ist für mich viel, viel mehr ein Schuh draus geworden. Nämlich, wenn es um Selbstliebe geht, den Fokus darauf zu legen, dass man die Liebe, die man braucht, sich selbst geben kann und nicht aus dem Außen versucht abzuziehen, weil das ist tatsächlich eine Täuschung, ist ein Trugschluss. Das geht so nicht. Und deswegen sorgt das auch immer für sehr viel Frust. Wenn ich also beim Thema Selbstliebe damit beschäftigt bin, die Liebe, die ich selber brauche, mir selbst zu geben, komme ich tatsächlich auf ein wesentlich höheres Maß an Liebe, nochmal. Und ich bin halt eben nicht mehr von der Liebe oder dem Wohlwollen irgendwelcher anderen Leute abhängig. Und von daher auch nicht versucht, mich für diese Leute zu verbiegen, damit die mir weiter ihre Liebe geben. Ja. Und alle, die versuchen, beliebt zu sein und unglücklich trotzdem sind, gleichzeitig, also Leute, die gleichzeitig versuchen, beliebt zu sein und unglücklich sind, jetzt in diesem Moment, für die könnte das eventuell ein guter Rat sein. Versucht euch mal selber zu lieben, beliebt bei euch zu sein, darauf zu scheißen, was andere gerade von euch denken und in der Lage zu sein, die Liebe, die ihr braucht, in euch selber zu generieren und sie euch selber zu geben. Selber, euch, ihr euch selber, nicht jemand anders. Es wird euer Leben verändern. So viel kann ich versprechen. Ich wünsche euch den Frieden und sag bis nächstes Mal.